Ja, Freunde, die Ereignisse haben sich überschlagen. Naja, eigentlich nicht. Frank Kramer ist nicht mehr Trainer von Schalke. Und wir reden jetzt im Stream darüber. Die Leute wollen meine Meinung haben. Und ich kann nur eine Sache sagen. Und ich bin mittlerweile wirklich wieder an dem Punkt. Ich habe gestern dieses Spiel geguckt und ich war nicht mal mehr sauer. Ich war einfach enttäuscht und konsterniert. Ich habe mir das angeguckt. Ich schwöre es euch bei Gott, ich habe keine Miene verzogen. Ich habe mir das einfach angeguckt und ertragen. Und bevor ich irgendwas zu Frank Kramer sage, muss ich eine Sache sagen. Eine Sache. Rufen Schröder, ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Ich bin dir dankbar, dass du es geschafft hast, letztes Jahr eine Mannschaft zusammenzustellen, als der komplette Verein in Scherben lag und man sich wirklich mit gefühlt keinem einzigen Spieler mehr identifizieren konnte. Und ich bin dir sehr dankbar gewesen, wie du diesen Verein wieder hochgebracht hast, wie du diesen Verein wieder mit Leben gefüllt hast. Aber Rufen Schröder, du hast diesen Sommer krass reingeschissen. Und ich rede nicht über Transfers, sondern ich rede über all das, was auf der Trainerposition passiert ist. Weil historisch gesehen, Rufen Schröder, du kannst keine Trainer. Das hat man in Mainz gesehen und das sieht man jetzt auf Schalke. Ich habe das gestern oder ich glaube heute Morgen getweetet. Das muss sich ein Rufen Schröder auch gefallen lassen. Ey, versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um zu sagen, Rufen Schröder raus, Rufen Schröder raus. Der jetzt muss seinen Kopf auch rollen. Auf gar keinen Fall. Der hat so viele gute Arbeit gemacht auf Schalke. Der hat wirklich in einer finanziell so beschissenen Situation so viel Maximum noch rausgeholt. Und das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Das hat er wirklich gut gemacht. Aber, diese ganze Geschichte rund um Frank Kramer und dieser absolut bescheuerten Idee, nach dem Sommer zu sagen, ey, wir setzen Mike Büskens und den Kreuzer wieder als Co-Trainer auf die Bank und der neue Trainer, den wir installieren wollen, darf nicht seinen eigenen Trainerstab mitbringen. Das war absolut idiotisch. Und jetzt auf Krampf an Frank Kramer festzuhalten, war noch idiotischer. Weil ich möchte eine Sache sagen und die muss mir wirklich jemand beantworten. Ey, wir sind alle Couch-Trainer und Couch-Manager. Und 100% hat Frank Kramer mehr Ahnung als ich, mehr Ahnung als alle ihr im Chat. Und auch Rufen Schröder hat mehr Ahnung und mehr Peilung als ich und alle hier im Chat. Weil sonst würden die nicht die Arbeit machen, sondern wir. Tun wir aber nicht. Die haben die Peilung. Ich möchte nur anfangen, Sachen zu verstehen. Und das ist der Punkt, der mich wirklich sauer macht. Und da muss ich auch sagen, das erste Mal innerhalb von anderthalb Jahren ist meine Liebe zu Rufen Schröder nicht erloschen, aber die hat einen kleinen Knacks. Das ist wie wenn du eine neue Freundin hast und dich richtig gut mit der verstehst und du bist ein Jahr lang bist du in dieser, oh, wir sind gerade zusammengekommen, Liebesbeziehung und ihr habt dreimal am Tag Sex und ihr küsst euch die ganze Zeit und es ist alles süß und ihr fragt euch immer, wie es geht und dann kommt der erste große Streit. Und genauso fühlt sich das gerade an mit Rufen Schröder. Weil eine Sache musst du mir wirklich verraten, Bruder. Eine Sache musst du mir wirklich verraten. Und die musst du mir als Fan erklären. Mir wird als Fan monatelang erzählt, wir haben kein Geld, wir müssen auf die Finanzen schauen, wir müssen bodenständig und klug handeln. Und ich bin da voll bei dir. Und das ist auch richtig gewesen, bei einem Itakura zu sagen, 5 Millionen Euro zu großes Risiko. Aber dann verrate mir bitte, warum man ein DFB-Pokalspiel, wo es um 800.000 Euro geht, mit Anlauf 4 Tage vorher aufgibt. Die haben dieses Spiel aufgegeben. Das kommt nicht von ungefähr, dass durch die Medien durchgesickert ist, dass man gesagt hat, dass das Hoffenheim-Spiel nicht so eine große Bedeutung hat. Ja? Und hätten wir dieses Spiel gestern nicht 5-1 verloren und zwischenzeitlich 5-0 hinten gelegen, sondern vielleicht nur 2-1 oder 3-0, dann würde dieser Frank Kramer immer noch im Sattel sitzen. Und das ist grob fahrlässig. Und Real Talk, das muss mir einer erklären. Weil ich verstehe, dass du finanziell, ich verstehe wirklich, dass wir finanziell ganz viel krasse Scheiße am Fuß haben. Und daran ist kein Frank Kramer und auch kein Rufen Schröder schuld. Und ich erwarte nicht, dass wir Pep Guardiola als neuen Trainer holen. Und bevor mir irgendein Mensch das so auslegt, als wenn ich jetzt erwarten würde, dass wir mit einem neuen Trainer 100% gegen Hoffenheim im Pokal weitergekommen werden, was weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine. Nee, wahrscheinlich wären wir auch rausgeflogen, aber wir hätten eine Chance gehabt. Mit dieser Mannschaft unter dem Trainer in dieses Pokalspiel zu gehen, war vor 4 Tagen eine Aufgabe. Das war eine Aufgabe. Und ich gehe sogar weiter, nach dem Leverkusen-Spiel den Trainer nicht zu entlassen. Damit hast du die nächsten Spiele mit Frank Kramer abgeschenkt. Weil ohne Scheiß, ich habe ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ich habe mich in so vielen Fußballsachen schon geirrt. Aber dass wir nach dem Leverkusen-Spiel nie wieder ein Spiel, ein Pflichtspiel unter Frank Kramer gewinnen werden, das war mir klar. Das war mir klar.
Was denkst du denn, wie gerne eine Mannschaft für dich spielt und wie aufopferungsvoll die spielt, wenn die 90% eines Spiels in Leverkusen den hier machen? Bruder, ich schwöre, Mole, Kraus und Konsorten, die müssen in Behandlung gehen, weil die nach dem Leverkusen-Spiel sich einen Bandscheibenvorfall geholt haben. Die haben immer noch Nackenschmerzen von diesen ganz dreckshohen Bällen. Hey, du kannst in Leverkusen verlieren. Und ja, safe call, das ist eigentlich eine Champions-League-Mannschaft. Die haben viel mehr Qualität als wir. Aber die sind da auseinandergeschraubt worden, sondergleichens. Danach würde in 95% der Fälle jeder Trainer Kopf rollen. Und dass das da nicht passiert ist, das ist einfach Schwachsinn. Und ich möchte nochmal eine Sache sagen, ja, weil das viele Leute, die vielleicht auch nur die Schalke-Highlights gucken, gestern zum Beispiel in meiner Fußball-Talkshow, vorgestern, waren auch gefühlt alle Gäste nicht meiner Meinung und haben gesagt, nee, es liegt nicht am Trainer, Schalkes Mannschaft ist einfach zu schlecht. Eine Sache möchte ich euch sagen. Eine Sache. Ich hätte auch gerne Konstanz auf der Trainerposition, ja. Hätte ich super gerne. Ich würde auch gerne mal wieder einen Trainer haben, mit dem ich mich identifizieren kann, der coolen Fußball spielen lässt. Und ich nicht nach 3 Wochen schon wieder denke, oh mein Gott. Aber Bro, dann musst du auch mal Geld in die Hand nehmen und einen vernünftigen Trainer verpflichten. Ich kann das nicht mehr hören. Alles, was ich seit 3-4 Jahren in diesem Verein höre, ist, wir müssen sparen, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Ja, wir müssen sparen, um irgendwann punktuell eine richtige Investition zu machen. Der FC Schalke 04 ist folgender Verein. Der FC Schalke 04 ist folgendes Kind in deiner Schulklasse. Ja? Ihr habt im nächsten Jahr im Mai, im Sportunterricht, ist ein sehr hypothetisches Beispiel, habt ihr ein Rennradrennen. Ja? Ihr habt ein Radrennen. So. Und jeder deiner Mitschüler hat eine Idee. Pass auf, ich lege jetzt fürs nächste Jahr, jeden Monat, ich habe ein bisschen Startkapital, die Schule unterstützt uns, ich lege mir jeden Monat 20 Euro zur Seite, dann hole ich mir ein richtig geiles Rennrad. Ein richtig geiles Rennrad. Und dann gibt es diesen einen komischen Kollegen in deiner Klasse, der sich auf eBay Kleinanzeigen ein Rennrad ohne Reifen holt, die er sich dann selber noch irgendwie beim Turm um die Ecke holen will. Der Lenker ist verbogen, aber den klebt er dann noch mit ein bisschen Tesafilm zusammen und sagt dann, ey, ich habe 4 Monate vorher schon ein Rennrad gehabt und ich habe nur die Hälfte bezahlt, guckt mich an. Dann ist irgendwann diese scheiß Rennradrennen und die sind alle 3 Runden vor dem, weil sein scheiß Rennrad komplett langsam ist. Ja, natürlich denke ich mir danach, ich hole mir ein verficktes neues Rennrad, wenn das Teil einfach ein klappriges Scheißgestell ist. Und genau das macht Schalke. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich gut oder kacke war. Aber ich schwöre es euch, ich kann es nicht mehr hören. Wir müssen Geld sparen. Ja, und gleichzeitig bezahlen wir aktuell 3 Trainer. Wir bezahlen 3 Trainer. Wir haben 3 Trainer auf der Payroll, die alle scheiße waren, die alle nicht zum Verein gepasst haben. Junge, dann warte doch mal 3 Wochen länger und hol dir einen Trainer, der meinetwegen 2,5 Millionen im Jahr verdient, aber der auch was kann. Der muss ja auch mal was können. Dann hol dir im Sommer nicht 15 Spieler, sondern 12, die können aber wenigstens mal vor den Ball treten. Das fuckt mich so kolossal ab. Es fuckt mich so kolossal ab, Digga. Ja, wir müssen sparen. Wir können nicht Guardiola holen. Und Lionel Messi wird in dem Leben auch kein Schalke-Trikot mehr tragen. Aber laber doch nicht immer Konstanz, wenn du die dauerhaft Billigware holst. Dauerhaft Billigware. Und Frank Kramer, wirklich, gar kein böses Blut, menschlich komplett top, aber das war zum Scheitern verurteilt. Wenn du im Sommer eine Trainerausschreibung machst, mit Kriterium, sie müssen günstig sein, sie müssen Deutsch sprechen, sie müssen die Worte Malocha-Fußball und im besten Fall auch noch Glück auf die Kette kriegen, akzentfrei, und ihre Co-Trainer dürfen sie nicht mitnehmen, weil wir brauchen keine Fachkompetenz auf der Trainerbank, sondern Sympathie, dann bekommst du genau das. Einen unterdurchschnittlichen Bundesliga-Trainer, der aus Gründen gerade keinen Job hat. Und das hat nichts mit Sympathie zu tun. Das Problem ist hausgemacht. Es ist hausgemacht. Und alle haben das im Sommer gesagt. Und nicht, weil Frank Kramer ein Arschloch ist und den keiner mag, sondern weil es absehbar war. Genau diese Situation war absehbar. Kein böses Blut auch an Büskens. Wir sind dir alle dankbar, wie du uns in die erste Liga geführt hast. Wahnsinn. Kein Disrespekt an Kreuzer, ein Typ mit einem wahnsinnigen Fachverstand. Aber wenn du Konstanz hochwertig auf der Trainerbank etablieren willst, ohne Druck aus den eigenen Reihen heraus, dann musst du nach dieser Saison Folgendes sagen. Mike Büskens, vielen Dank, wir bauen dir eine richtig geile Statue auf den Arena-Ring
Und du kannst sehr gerne bei uns irgendwas Repräsentatives machen. Vielleicht denken wir uns auch irgendeine Rolle für dich aus. Hey, du bist technischer Berater und meinetwegen sitzt du dann immer noch auf der Bank. Aber wir holen uns einen Trainer, der seinen kompletten Trainerstab mitbringen darf. Und wir kommunizieren öffentlich, dass Mike Büskens nie wieder Trainer oder Co-Trainer im Verein wird. Weil was ist passiert? Du holst einen neuen Trainer, der ist günstig, der ist nicht gut, der ist taktisch nicht der allerbeste. Du machst 3 schlechte Spiele. Wonach rufen die Fans Mike Büskens? Das war klar. Das ist genau die gleiche Situation in 10 Klassen schlechter, die Borussia Dortmund mit Marco Rose und Edin Terzic hatte. Genau die gleiche Situation. 100%. Wobei da Terzic, der war ja gar nicht Co-Trainer, ne? Terzic hat dann, glaube ich, ist dann zurück ins zweite Glied gerückt. Ich glaube, der hat da Jugendtrainer oder so gemacht. Aber das war doch genau das Gleiche. Es war doch genau das Gleiche. Du holst dir einen neuen Trainer, hast einen Fanliebling und anstatt dem halt zu sagen, yo, pass auf, entweder das ist der Plan oder wir machen so. Weil klar, nach 3 schlechten Spielen rufen die Leute nach Edin Terzic, weil Publikumsliebling. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei Traditionsvereinen. Da hat auch Patrick Helmes drüber gesprochen, aber es ist alles immer ein bisschen emotionaler. Und dann passiert das. Und ich kann es ja den Fans nicht übel nehmen. Ist doch klar, dass sowas passiert. Ist doch absolut klar, dass sowas passiert. Ey, wenn du jemanden hast, der aus 9 Spielen 8 gewinnt in der zweiten Liga und dich aus einer aussichtslosen Situation in die erste Liga führst, ja klar, safe. Wer soll denn den Fans verübeln, dass die dann nach Mike Büskens schreien? Ich habe ja sogar auch nach dem geschrien. Ja, safe. Aber das Problem ist hausgemacht. Und ich kann nur eine Sache sagen. Frank Kramer, du wirst es niemals hören. Vielleicht ist irgendwie mal mein Name durchgerutscht. Vielleicht hat dir mal irgendjemand gesagt, da gibt es so einen kleinwüchsigen YouTuber aus Herne, der dich nicht ganz so gerne mag auf Social Media. Es hatte nie was persönlich mit ihnen zu tun. Ich wünsche ihnen ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und es hat mich wirklich emotional, dieses Spiel hat mich gestern sauer, also was heißt sauer gemacht, aber dieses Spiel hat mich gestern nicht glücklich gemacht. Aber danach einen Frank Kramer auf einer Pressekonferenz zu sehen und du guckst dem ins Gesicht und weißt, der hat vor 5 Minuten plus minus 0 hat der geweint. Und dann sitzt er da auf einer Pressekonferenz. Das hat mir im Herz wehgetan. Weil das, was da gestern passiert ist, das war vermeidbar. Das war vermeidbar. Und da musst du auch den Menschen Frank Kramer schützen. Du musst diesen Menschen schützen. Wie kannst du denn den auch noch davor, vor dem Spiel und nach dem Spiel, dem noch ein Interview geben lassen? Wie fahrlässig ist denn das auch vom Verein? Wie fahrlässig ist das vom Verein? Den musst du doch schützen. Genauso sehr, wie ich das gesagt habe, da haben mich auch viele falsch verstanden. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Henning Matriciani. Überhaupt nicht. Ich finde, Henning Matriciani muss man schützen, weil der in der Bundesligamannschaft zu viel Spielzeit bekommt und den Kopf dafür hinhalten muss, dass man entweder im Trainerstab oder eben in der Managementrolle einfach verpeilt hat, einen Verteidiger mehr zu holen. Henning Matriciani tut mir total leid, weil der von vielen Fans als Sündenbock für etwas benutzt wird, der er niemals sein dürfte. Henning Matriciani kommt aus der 4. Liga, wenn ich mich nicht täusche. Und der war in der 4. Liga, in der U23 von Schalke, kein besonders auffälliger Spieler. Der hat da seinen Part runtergespielt, der war in Ordnung. Und der ist irgendwann als Ergänzungsspieler in den Erstkader gerutscht, um in der 2. Liga auszuhelfen. Auch da wieder kostengünstig aus der eigenen Knappenschmiede, aus der eigenen Jugend, wird ein Spieler hochgezogen, um einen Ergänzungsspieler im Kader zu haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Für die 2. Liga war das auch okay. Hey, der hat ab und zu mal gespielt, der war nichts Besonderes, aber das war in Ordnung. Aber den Typen als elementaren Bestandteil einer Bundesligamannschaft spielen zu lassen, Bruder, das ist einfach gefährlich gegenüber so einem Jungen, der dem Verein nicht zu Schulden hat kommen lassen. Weil Henning Matriciani, wirklich, ist überhaupt nicht böse gemeint, der hat doch bei weitem nicht die Qualität für die erste Liga. Und den da spielen zu lassen, das ist einfach gemein. Das ist einfach gemein, den da spielen zu lassen. Weil was denkst du denn, was passiert? Du weißt ganz genau, in der Gesellschaft, wir sind alles oberflächliche und dann ist da ein Typ mit Anfang 20, der keine Haare mehr auf dem Kopf hat und nicht Fußball spielen kann. Bruder, über den wird sich doch nur lustig gemacht. Jetzt habe ich es mal ausgesprochen. Der ist doch die ärmste Sau. Der ist doch die ärmste Sau. Mal ohne Spaß. Das kannst du als Verein eigentlich nicht bringen. Und da einen Kramer in so ein Spiel reinrennen zu lassen, also sorry, das kannst du auch nicht bringen. Das kannst du wirklich nicht bringen. Was haben die denn erwartet? Und was glaubst du, was die Spieler selber für eine Erwartungshaltung an so ein Spiel haben?
und das hat uns ja mal Luca Kilian in der Ed Broski Show gesagt, dass die Spieler aus den Medien nichts mitbekommen, ist so ein krasser Paulaner, die bekommen alles mit. Was meint ihr, worüber Spieler privat oder auch in der Kabine, wenn der Trainer gerade nicht hinhört, sprechen? Wenn eine Mannschaft die ganze Zeit von außen hört, der Trainer ist scheiße, der Trainer ist angezählt, intern heißt es schon, dass das Pokalspiel erstmal in den Hintergrund rückt, sondern dass man sich auf Hertha vorbereitet. Ey, was meint ihr, mit was für einer Motivation die in so ein Pokalspiel reingehen? Meint ihr, die stehen morgens auf und denken sich, boah geil, heute Abend nach Sinsheim, ich hab richtig Bock? Und ohne Scheiß, ich bin ja kein Freund davon, von diesem Narrativ, die spielen gegen den Trainer. Weil meiner Meinung nach, und ich habe nie hoch Fußball gespielt. Aber egal wie krass, und ich habe mich, glaube ich, mit vielen Menschen schon angelegt. Und ich habe mich auch schon mal mit Trainern, unter denen ich gespielt habe, angelehnt. Alter, Kreisliga, Bezirksliga, so die Richtung. Und wenn ich gespielt habe, egal wie sauer ich war, dass ich nur 10 Minuten gespielt habe, egal wie sauer ich war, dass ich nur die letzten 5 Minuten eingewechselt worden bin, egal wie sauer ich war, dass ich eine andere Position spielen musste, ich habe immer 100% gegeben, weil auf dem Platz denkst du nicht darüber nach, wer an der Seitenlinie steht und du spielst nicht absichtlich scheiße, das funktioniert nicht. Aber was unterbewusst passieren kann, ist, dass dir einfach diese letzten 2-3% fehlen und du dann einfach gedanklich nicht da bist, weil du dem Trainer nicht vertraust und dass du einfach in vielen Situationen einen Schritt zu spät bist. Und das ist gestern bei jedem Spieler auf dem Platz passiert. Bruder, wie da die Tore gefallen sind. Schalke 04 hat dafür gesorgt, dass 1899 Hoffenheim aussah wie Prime Barcelona Fußball. Und Hoffenheim in allen Ehren, die haben ein gutes Spiel gemacht. Aber Bruder, die haben teilweise für einen Doppelpass 10 Meter Platz in alle Richtungen bekommen. Also lass uns bitte einmal kurz zusammenfassen. Rufen Schröder, ich mag dich, ich werde den immer noch mögen. Ich will wahnsinnig Respekt vor dem Typ, der ist ein Macher. Und wenn es nach mir geht, ich weiß nicht, wie lange Rufen Schröder noch Vertrag hat, sofort den Vertrag verlängern. Ich bin voll und fest von dem überzeugt. Menschen dürfen Fehler machen. Menschen sollten Fehler verziehen werden. Das Frank-Kramer-Ding war ein kolossaler Fehler von Rufen Schröder und unserer Vereinsführung. Alles Gute für Frank Kramer. Ist er trotzdem ein schlechter Trainer, meiner Meinung nach? Ja. Aber auch Teil der Wahrheit. Wir müssen im Winter nachbessern. Auf jeder Position. Und vielleicht sollte man sich im Verein mal folgendes Rechenspiel machen. Was ist am Ende des Tages wirklich teurer? Vernünftige Spieler und einen vernünftigen Trainer zu holen? Oder zur Fahrstuhlmannschaft zu werden und wieder abzusteigen? Das ist einfach nur... Das möchte ich einfach wissen. Und ich kann nur eine Sache sagen. Ich habe es vor 2 Jahren miterlebt, wo unsere Vereinsführung auf die Idee gekommen ist, eine komplette Saison ohne Rechtsverteidiger zu spielen, weil man da sparen wollte. Und das Ergebnis haben wir bekommen. Wir haben in den letzten 60 Bundesliga-Spielen 4-mal gewonnen. Wettbewerbsübergreifend. Die letzten 60 Bundesliga-Spiele, wir haben 4 gewonnen. Weil ja, wir können nicht mehr 20 Millionen Jahresgehalt hinlegen. Alles schön und gut. Aber wenn du denkst, dass du zu den besten 18 Mannschaften in Deutschland gehören kannst, ohne finanziell Risiken einzugehen, und Geld auszugeben, dann wirst du feststellen, dass das nicht funktionieren wird. Aber was ist, wenn wir die Spieler holen und wir trotzdem absteigen? Dann haben wir noch ein größeres finanzielles Problem. Ja, aber genau davon rede ich ja. Genau davon rede ich ja. Dieses Risiko musst du eingehen, sonst wirst du nicht mal den Hauch einer Chance haben. Du wirst nicht den Hauch einer Chance haben. Bro, wir haben als neuen Abwehrchef Yoshida präsentiert. Bestimmt auch ein guter Typ, aber der ist 5 Jahre zu alt für die Bundesliga in jeder Situation. Und du hast wieder kostengünstig einen alten Veteran verpflichtet. Das bekommst du. Ein Haufen Der Yoshida ist ein Haufen Das hast du bekommen. Ein Haufen Aber er ist günstig. Ja, cool. Cool. Super. Danke. Wir spielen also mit ungefähr 3 Positionen auf dem Feld, die ein Haufen Scheiße sind. Ein Haufen Scheiße auf der Trainerbank. Aber wir freuen uns am Ende, dass es alles günstig ist. Ja, super. Klasse. Dann kannst du nicht erwarten, dass du in dieser Scheißliga bleibst. Dann kannst du es nicht erwarten. Du kannst es nicht erwarten. Und vor allem, und das möchte ich nochmal sagen, Schalke 04 hat eine riesige Chance verpasst. Eine riesige Chance. Könnt ihr euch bitte daran erinnern, was wir im Juni, Juli, Mai für eine Aufbruchsstimmung hatten? Wurde in den letzten 10 Jahren jemals so positiv über Schalke 04 berichtet? Die Stimmung hat gestimmt, die Fans waren elektrisiert, du bist aufgestiegen, es war Sympathie für Schalke da.
Deutschland hat mit Schalke sympathisiert. Das ist noch nie passiert. Warum? Weil die über einen sympathischen, emotionalen Weg aufgestiegen sind. Und du hättest diese Euphorie so krass bündeln können mit ein, zwei guten Handgriffen. Ey, verpflichte einen Trainer, der für mutigen Fußball steht. Ich rede nicht davon, Prime Barca Tiki-Taka zu spielen. Aber Bro, Alex schreibt's rein. Wenn ich im Nachhinein so ein paar Bausteine zusammenrück. Trainer A wollte nicht kommen, weil die Co-Trainer da sitzen. Ortega wollte nicht zu uns kommen, weil er mit Frank Kramer auf keinen Fall arbeiten will. Ja! Aber das kann doch auch schief gehen, siehe Barca. Na, du verstehst nicht ganz den Vergleich, den ich bringen möchte. Es geht nicht darum, Barcelona-System auf Schalke umgemünzt. Wär diesen Sommer gewesen, Stadion, Fußballmuseum zu verkaufen, 30% der Markenrechte, die Mediaabteilung auskoppeln, die E-Sport-Abteilung komplett zuzumachen. Und dann für 200 Millionen neue Spieler zu kaufen, die alle scheiße sind. Und dann zu sagen, jetzt wollen wir in der ersten Liga bleiben, wir müssen das machen. Überspitzt gesagt. Das wäre so. Aber ich rede nicht davon, so ein Risiko einzugehen. Sondern halt einfach zu sagen, hey, du musst halt auch, du kannst doch nicht in der ersten Liga bleiben mit ablösefrei Mitte 40. Da leihen wir mal einen aus. So, das, ja. Einer schreibt einen ganz guten Vergleich rein. Yugi Gaming, den Vergleich finde ich wirklich super. Du hast hier irgendwie ein geiles, willst du was zu essen kochen? So. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du willst dir was Geiles zu essen kochen und du hast vor dir drei Leute, die bewerten, wie das Essen am Ende des Tages schmeckt. So. Du machst Nudeln mit Lachs. Nudeln mit Lachs. Schmeckt ganz gut, kostet nicht viel. So. Und es gibt drei Mitbewerber, die machen auch Nudeln mit Lachs. Und dann kannst du dir überlegen, hey, nehme ich die Drecksbilliggewürze, die ich sonst immer nehme, oder ich hole mir so richtig geile, teure Gewürze und dann habe ich eine sehr große Chance, dass die am Ende sagen, Bro, dein Gericht hat am besten geschmeckt. Und ja, dann habe ich ein Risiko, wo ich dann am Ende sagen kann, jetzt habe ich extra die teuren Gewürze gekauft und denen hat das trotzdem nicht geschmeckt, ey, aber ich habe es wenigstens versucht. Was Schalke 04 macht ist, die nehmen abgelaufene Nudeln, einen Lachs, der nach Scheiße schmeckt und die würzen die Wichse noch nicht mal, legen den Teller hin und sagen, hier, probier mal, schmeckt bestimmt geil. Real Talk Schalke 04. Und das ist halt so, kommst du nicht weit, wir werden absteigen. Wenn die jetzt im Sommer nicht zwei, drei gute neue Leute holen, steigen wir ab. Habe ich gesagt, im Sommer, im Winter. Du musst die Chance jetzt nutzen, einem Trainer diese ganze WM-Zeit zu geben. Du musst du musst meiner Meinung nach zwei neue Innenverteidiger holen. Mindestens zwei. Und du musst, ja, Bro, vielleicht auch ein paar Spieler abgeben, die bei den Fans als sympathisch gelten. Also es gibt ein paar Positionen, wo ich sage, hey, die spielen zwar, aber würden die nicht so heißen, wie sie heißen und nicht die Schalker Historie haben, vielleicht auch aus der letzten Saison, dann würde man vielleicht noch anders über diese Spieler berichten. Dann würden auch Fans anders über diese Spieler denken. Deshalb, ja, es gibt sehr viele Spieler, die ersetzt werden müssen. Und es tut mir leid, das so zu sagen, aber bei dem Fußball, den du jetzt gespielt hast, die ersten 10 Spiele, Bruder, es wäre angenehmer gewesen, und einfacher gewesen, den Vertrag mit Simon Terodde einfach aufzulösen im Sommer. Das wäre entspannter gewesen. Ich sag nicht, weil Simon Terodde scheiße ist. Versteht mich nicht falsch. Sondern du kannst ja keinen schlimmeren Fußball spielen, der so weit weg ist von dem, was Simon Terodde eigentlich kann. Das ist halt, ja, das sind so viele Baustellen. So ein unausgeglichener Kader. So viele Spieler, die jetzt auch einfach durch diese Saison schlechter geworden sind, kein Selbstbewusstsein haben, das ist halt unfassbar. Wir brauchen einen emotionalen Motivator als Trainer. Ach, nein. Digga, denkst du, du bist ein guter Trainer, weil du vor jedem Spiel dreimal klatscht und sagst, kommt Männer, Glück auf, an die Maloche? Du brauchst einen Trainer mit einem klaren Plan, mit einem ganz klaren Plan, mit einer Mannschaft, die sich einspielen darf und einspielen kann, mit einem Konzept, der aber gleichzeitig auch noch von jedem in der Mannschaft respektiert wird. Weil das ist jetzt auch noch mal ein Punkt. Und den habe ich gestern mit meinem Kollegen gesagt. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist mein Eindruck. Kleider machen Leute und Aura macht Leute. Es gibt einfach Aura, es gibt Außendarstellung, die du dir nicht wegmachen kannst und kaufen kannst. Das gibt es nicht. Würdet ihr Frank Kramer als Profispieler ernst nehmen? Real Talk, würdet ihr ihn ernst nehmen? Würdet ihr Gramotzes als Profispieler in der ersten Liga ernst nehmen? Seid mal ehrlich. Nein. Würdet ihr mich ernst nehmen, wenn ich mich hier hinsetzen würde mit
weiß ich nicht, den coolsten Swaggy-Klamotten und euch erzählen würde, ich habe in meinem Leben 500 verschiedene Frauen und ich bin der absolut krasseste und coolste Typ. Nein. Weil man mir ansieht, dass ich es nicht bin. Ja, ein paar schreiben ja dran. Perfekt. So, aber das will ich einfach dazu sagen. Es gibt einfach äußere Erscheinungsbilder und eine gewisse Aura. So, die kann man sich nicht kaufen. Die hat man einfach oder man hat die nicht. So, und Frank Kramer, auch nicht böse gemeint, ich glaube jedem, der sagt, das ist ein super Jugendtrainer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei einer Erstligamannschaft in der Kabine sitzt, irgendetwas sagt und da mehr als 50% der Spieler so zuhören und sich denken, say Frank. Boah, du bist es ja, Mann, Frank. Ja. Ja, Frank. Und ich weiß aus sicheren Quellen, dass das bei Gramozis 1:1 der gleiche Schuh war. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich möchte niemanden in die Pfanne hauen, mit dem ich cool bin. Aber...